Für ein technisch raffiniertes Kabinettstückchen ist Sidney Zick immer gern zu haben. Denn Tennis ist nicht nur seine Leidenschaft, sondern wird für das Talent immer mehr zum Lebensinhalt. Und es stellen sich Erfolge ein. Durch eine sogenannte Wildcard hat Sidney das erste Mal bei den Bavarian Junior Winter Championships in der Tennis Base in Oberhaching mitgespielt. In der ersten Runde gewann der Underdog dann überraschend gegen den Favoriten Oskar Grzegorzewski, die Nummer 163 der Welt. Also während dem Spiel, es waren viele Auf und Abs. Ich hätte das Match auch in zwei gewinnen können, in zwei Sätzen. Aber das Match hat sich dann wirklich auch immer länger gezogen und dann im dritten Satz war ich einfach nur, also nach dem Match war ich einfach nur erleichtert. Als dieser Ball dann ins Ausflug, habe ich mir einfach nur, diese ganzen Glücksgefühle sind hochgekommen und man ist wirklich ein neuer Mensch dann, weil man komplett neue Gefühle spürt und dieser Sieg macht einfach süchtig. Tennis spielt Sidney, seitdem er 2 Jahre alt ist. Der Sport wurde ihm fast in die Wiege gelegt. Sein Vater ist Tennistrainer und seine 3 Brüder mischen ebenfalls in der Tennisszene mit. Seit vergangenem Jahr hat Sidney einen neuen Trainer. Sein Bruder Henry hat die Leitung übernommen. Er ist nicht so wie die meisten, einfach nur stark und spielt schnell und haut auf jeden Ball Vollgas drauf. Er spielt auch wirklich viel mit Kopf, spielt viele Stops, greift gerne ans Netz an. Bricht den Rhythmus der Gegner. Also es ist einfach so, es ist halt dein Bruder, deswegen hat man immer noch mal eine andere Beziehung wie zu einem normalen Trainer, weil der Bruder da immer noch mal ein bisschen mehr Liebe reinsteckt und ja, man spielt halt mit seinem besten Freund sozusagen halt jeden Tag. Schule, Training und Turniere, all das muss der 16-Jährige in seinen Alltag unterbringen. Die Turniere sind meist hunderte Kilometer entfernt. Erst kürzlich hat Sidney Zick einen Titel in Slowenien geholt. Der Dachauer machte von Rang 831 auf 484 den größten Sprung aller Spieler weltweit in der Juniorenrangliste. Und Sidney hat noch größere Ziele. Also ich habe ein ganz klares Ziel. Das ist zum einen das Grand Slam in Australien. Das ist das größte der U18-Weltranglisten-Tour. Und deswegen versucht man sich da von Anfang an gut reinzuspielen und halt jetzt schon mal die Punkte zu sammeln übers Jahr, um dann da auch reinzukommen. Für die nächsten 2 Wochen ist jetzt erst einmal Schule angesagt. Dann geht es für Sidney Zick nach Österreich, wo er das nächste Turnier gewinnen will.